Willkommen, dass ihr so zahlreich erschienen seid bei diesem Wetter. Respekt, das zeigt, dass eigentlich das Thema auch relevant ist. Ich freue mich, dass Natalie hier ist, zusammen mit Nuray, kuratieren als antirassistische Praxis. Wir bekommen hier Perspektiven aufgezeigt, die auch die Arbeit für uns hier in der IFA-Galerie fortführen können. Ich bin Inka Gressel und seit Januar hier, also auch noch ganz neu, wie Natalie in ihrem Kreuzberg-Museum. Ich leite die IFA-Galerie in Vertretung für Alia Septi, die gerade Mutter geworden ist. Wir befinden uns auch im Moment in einem, ich würde sagen, Raum, der ist ein Research Resonances Raum, ein Ausstellungsraum, der aber genau uns an den Punkt führt, wo wir Begegnungen haben, wo wir Recherchen machen, und das prägt unsere Arbeit jetzt der letzten Wochen, wirklich zu schauen, eine Ausstellung hat auch Diskurse, Hintergründe, Zugänge, Grenzen, und wir diskutieren hier wirklich auf anderen Ebenen, was Ausstellungsmachen ist, und deswegen danke ich vor allem auch Nicola Hartl, die den Resonanzraum entwickelt hat, begleitet hat. Er ist Teil auch unserer Anti-Tutai-Reihe zu den postkolonialen Vermächtnissen in unseren Gesellschaften und begleitet und informiert nicht nur die Ausstellung, indem sie sie erweitert mit den Fragen und den Zugängen, sondern wirklich auch schaut auf Prozesse des Ausstellungsmachens. Deswegen glaube ich, dass euer Input heute auch die Arbeit für uns in der Galerie weiterführen wird. Und Nicola hat hier eingeladen und kann uns auch vermitteln, warum ausgerechnet Natalie und das Buch Kuratieren als antirassistische Praxis ein wichtiger Moment ist, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Danke dir, Nicola, für das Programm, das hier wirklich eine Aktivierung auch in den Raum gebracht hat und in unsere Arbeit. Danke. Hallo, ich bin Nicola Hartl. Ich arbeite schon etwas länger für die IFA, allerdings freiberuflich. Und Resonances, das erkläre ich vielleicht noch kurz, ist normalerweise den Ausstellungen hier angegliedert und aufgrund der Nachfrage eben und der Erfahrung aus den 2 Jahren davor von Anti-Tutai ist es aus einem Bedürfnis heraus entstanden, eben die Ausstellungen und die Inhalte noch ein bisschen anders zu kontextualisieren und eben auch irgendwie über die Hintergründe von künstlerischer, kuratorischer Arbeit zu schauen, mit den Inhalten, die wir halt irgendwie über dieses Anti-Tutai-Programm auch vermitteln. Genau, ich habe Natalie und Nuray eingeladen, weil sie wirklich mit dem Buch auch, genau, Kuratieren als antirassistische Praxis, was hier auch seit längerem in der Galerie und im Umfeld der Galerie die Runde macht, finde ich, also einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben zu einer Diskussion über kuratorische Methoden, die irgendwie noch nicht so, noch nicht so bearbeitet wurde, auf dieser Ebene vor allem auch. Und wir hatten das Buch auch letztes Jahr schon hier mal ausgestellt. Es wurde entwendet. Also es schien irgendwie ein wirklich dringendes Interesse an dieser Thematik. Genau, es ist auch ein bisschen teuer, ja. ja, genau. Und es geht halt auch darum, hier in Resonances, wir haben da vorhin auch noch mal kurz drüber gesprochen, dass man eben auch diese Fußnoten, die man oft, oder Zitate, die man oft in kuratorischen Texten findet, wo man manchmal vielleicht auch hinterfragt, ja okay, das kenne ich noch nicht, wo kommt das her, wo finde ich dieses Buch, wo finde ich diese Diskurse, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen ausbreitet und auch aufzeigt, dass das eben ein Netzwerk ist, das an verschiedenen Themen arbeitet, und es ist Arbeit letztendlich auch, es ist eben nicht nur, es ist da mal irgendwas entsprungen und man bringt es auf eine ästhetische oder poetische Weise in die Galerie, sondern es ist wirklich eine lange, lange, lange Linie von verschiedenen Akteuren, die da halt wirklich aktiv dran arbeiten und sich teilweise auch abarbeiten. Genau. Ich erzähle jetzt noch kurz was zu euch. Natalie Bayer ist seit 2018 die Leiterin des Berliner Friedrichshain-Kreuzberg-Museums und war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin für Migration, neue Methoden und Formate am Münchner Stadtmuseum. Du wirst vielleicht auch noch ein bisschen was über deine eigene Praxis erzählen. Ich weiß es nicht, ansonsten werden wir nachher auch eine offene Fragerunde haben, wo ihr gerne auch Fragen stellen könnt an alle von uns. Genau.
Nuray ist Künstlerin und Kuratorin und kenne ich auch schon etwas länger. Ich schätze ihre Arbeit sehr und sie arbeitet im visuellen und performativen Bereich und bildet öfter temporäre Ensembles, wo auch die transdisziplinäre oder transdisziplinäre Arbeit irgendwie im Vordergrund steht. Deswegen finde ich, ergänzt sie diese Runde. Und sie hat auch einen Beitrag eben in dem Buch von Nathalie geleistet, das auf einem Gespräch von ihr und Anna Heidenreich beruht. Ja, da werden wir vielleicht auch noch was zu hören, werden wir sehen. Genau. Ich gebe jetzt einfach mal, ich sage noch kurz, Nathalie wird kurz die Hintergründe dieses Buchprojekts vorstellen. Dann gehen wir in ein Gespräch über und Nathalie befragt Nuray erstmal und dann auch uns wahrscheinlich. Genau. Oh nein, das hättest du mir sagen müssen. Also es passiert was ganz anderes jetzt. Genau, und ich frage noch mal kurz in die Runde, ist irgendjemand der nicht Deutsch versteht? Is there anybody who doesn't understand German? Can I ask somebody maybe, because I can't, because I'm now here in the podium, maybe to translate during the talks a little bit? Is there anybody who feels like he can or she can take on this responsibility? Yes? Okay, perfect. Thank you. Okay, dann würde ich sagen, ich gebe dir das Wort, Nathalie. Okay, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für die Worte. Jetzt adressiere ich schon da hinten die englische Ecke. Ich tendiere leider dazu, manchmal viel zu schnell zu reden. Oder an alle zu, muss ich das irgendwie sagen. Irgendwie muss man mir einfach ein Zeichen geben, winken oder so, dann nehme ich das in der Regel schon wahr. Also bitte mir irgendwie ein Zeichen dafür geben, weil das natürlich überhaupt nicht gut ist, zu schnell zu reden. Und dann nehme ich auch schon mal gleich vorweg, weil ich auch in letzter Zeit dazu tendiere, total undisziplinär Zeitrahmen zu sprengen, habe ich mir was aufgeschrieben und werde mich auch eher daran entlanghangeln. Das ist natürlich extrem unsouverän, weil ich dann immer wieder so runtergucke und vielleicht auch zu ernst werde oder so. Mal schauen. Also so, aber ansonsten kann es einfach passieren, dass ich plötzlich 3 Stunden alleine rede und das möchte ich ja gar nicht, weil wir sind ja im Gespräch heute hier, genau. Ich wollte auch vorweg sagen, dieses Buch ist ja nicht von mir, sondern wir sind 3 Herausgeberinnen, Belinda Kasim-Kaminski, Nora Sternfeld und ich haben 3 Jahre lang sehr intensiv an diesem Buch, ich habe es viel in der Hand gehabt, danke, gearbeitet. Also wir haben wirklich, es ist sehr viel Arbeit gewesen, also Arbeit, das klingt so nach was Schwerem, sondern es sind ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und meiner beiden Co-Herausgeberinnen gewesen. Ich freue mich auch sehr, dass heute zwei Mitautorinnen auch da sind. Sondrine, freue ich mich auch wirklich sehr, dass du da bist. Es waren wichtige Beiträge. Auch wir haben uns mit allen Autorinnen, auch mit allen Beiträgen auch sehr auseinandergesetzt. Es war schon eine wichtige Zeit, also insofern ist es mir auch wichtig, die beiden mit zu erwähnen, die auch sehr gerne heute gekommen wären, die aber nicht können. Und ich richte auch einen Gruß sozusagen jetzt hier ganz offiziell von meinen beiden Kolleginnen mit aus. Genau. Für mich ist es ja ganz interessant, weil bisher hat sich die Kunstwelt eigentlich recht herzlich wenig für mich oder meine Positionen, sagen wir es mal so, eher für meine Positionen interessiert. Ich komme auch gar nicht aus der Kunst, sondern ich bin europäische Ethnologin, arbeite sehr soziologisch, komme aus dem politischen Aktivismus, also so aus ganz anderen Bereichen. Also im Bereich der aktivistischeren Kunsttheorie gab es schon Austausch, aber vor allem eher auf privater Ebene, denke ich, dass 2013 das Haus der Kunst in München mich mal mit meiner eigenen Diskussionsreihe Polycity eingeladen hat, war ehrlich gesagt auf der einen Seite ein Zufall und auf der anderen Seite auch nicht. Die haben händeringend einfach noch irgendjemanden in München gesucht, also so, und da gab es dann, also sehr übersichtlich sozusagen, auch im Theaterbereich gibt es schon so ein bisschen länger, so ein bisschen Interesse und Einladungen gab es, aber es hatte auch sehr viel mit 2013, als der Flucht- und Asyldiskurs begonnen hat und die Politisierung auch vieler Debatten begonnen. Und jetzt eben, das ist wirklich sehr neu mit diesem Buch, es ist sehr verrückt sozusagen, weil ich plötzlich eigentlich nur noch aus so Kunstzusammenhängen Einladungen bekomme. Aber mir selber ist ehrlich gesagt noch nicht so ganz das Interesse und die Visionalität dahinter so klar, deswegen haben wir uns eben auch überlegt, dass wir euch später sozusagen ins Gespräch auch gerne nochmal ein, also die
Gäste laden die, die Gastgebenden nochmal ein ins Gespräch, also aus einem wirklichen Interesse heraus, weil ich ja auch neu in Berlin bin und leider noch nicht so oft von meinem Schreibtisch aufstehen konnte und so mir alle Galerien und andere Kunst- und Kulturräume anschauen konnte. Genau. Zu diesem Hintergrund vielleicht auch nochmal des Buches Belinda, Nora und ich. Also der Hintergrund war eigentlich, dass wir einen Überdruss hatten. Wir haben einen Überdruss daran, dass im deutschsprachigen Museums-, Ausstellungs- und Kunst- und kuratorischen Diskurs seit mindestens 3 Jahrzehnten über die Öffnung der Häuser, über Leerstellen, der Selbstnarrativierung und über Veränderungsprozessnotwendigkeiten der institutionellen Praxis gesprochen wird, aber im Großen und Ganzen sich eigentlich recht herzlich wenig Grundlegendes verändert hat. Und uns insbesondere, wenn es um soziale Ungleichheiten im Kontext von Rassismus geht, die direkte Effekte auf das Kuratieren im Machtraum Museum haben, hat sich institutionell und strukturell eigentlich gar nichts verändert. Gleichzeitig sind ein paar Veränderungen in der Kulturpolitik in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren zu entdecken. Nachdem mehrere Jahrzehnte kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Aktivistinnen einen selbstbestimmten Einschluss und Mitentscheidungen eingefordert haben, sind sie in unterschiedlichen kanalisierten Formen im Museumsdiskurs und in der Ausstellungspraxis angekommen. Und zwar vor allem als Thema für Sonderausstellungen und Einzelveranstaltungsreihen oder als neu entdecktes Publikum. Damit gehen mitunter sehr problematische Subjektivierungsveränderungen einher, nämlich insofern, dass sie sehr oft als isolierte Akteure in den Institutionen eingeladen sind, auch Stellen mittlerweile bekommen, aber eben isoliert mit der Aufgabe, auch alleine gegen die Institution zu arbeiten. Also aus eigenem Erleben und auch aus dem Erleben einiger meiner Kolleginnen heraus, das sind wirklich schwierige Kämpfe, die nicht lustig sind und die auf Kosten auch von den Individuen eben immer gehen. Also so. Der häufige Effekt ist dann eben, dass man als nervige Stimme klein gehalten wird und sozusagen belittelt wird in den Betrieben und die langjährigen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen höchstens ein paar Dinge an der Oberfläche verändern möchten und das war es aber dann. Und wir hatten es eben satt, also Nora, Belinda und ich, diese offenliegenden Ungleichheiten und Diskriminierungsstrukturen solcher Öffnungsprozesse zu erläutern, auch immer wieder den Institutionen selbst und dann auch immer in diese Rolle als externe Kritikerinnen eingeladen zu werden, die man sich mal kurz anhört, aber dann sind sie auch wieder weg, weil sie ja immer die Externen geblieben sind. Daher haben wir für unser Buch verschiedene analytische, forschende, aber auch künstlerische Positionen versammelt, die schon längst eine antirassistische Praxis im Feld der Kultur und Kunst praktizieren. Wir hatten es also satt, eigentlich auch weiter zu kritisieren, sondern wir wollten jetzt zeigen, was gibt es eigentlich schon längst. Ja? Das Ziel des Buches war, die mitunter sehr unterschiedlichen Kämpfe und Positionen zusammenzudenken, um gemeinsam kämpfen zu können. Denn bei den deutschsprachigen politischen Bewegungen wurden und werden politische Kämpfe oft getrennt voneinander geführt, obwohl sie im Grunde das gleiche Ziel haben, soziale Gleichheit zu ermöglichen. Punktuell gibt es auch schon Überschneidungen, wie beispielsweise in dem Bündnis NSU-Komplex auflösen. Das ist wirklich sehr neu gewesen, dass diese verschiedenen Gruppierungen nach 20 Jahren zum Teil auch groben Streit wieder zusammenzukommen. Aber wir als Teil von politischen Bewegungen müssen eigentlich noch viel involvierter handeln, also nicht nur denken, sondern auch handeln. Diese versammelten Beiträge in dem Buch kommen aus sehr unterschiedlichen antirassistischen Kämpfen. Sie widersprechen sich auch zum Teil oder scheinen zum Teil auch unvereinbar. Das war aber auch eine sehr bewusste Strategie, um eben involvierte, transversale Solidaritäten zu suchen und gemeinsam für eine gleichere, freiere, gleichberechtigtere und chancengleichere Welt zu kämpfen und sie vor allem denkbar zu machen, auch wenn es sie noch nicht gibt und sie heute unmöglich erscheinen. Das Buch, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen muss, dass ich das Buch in die vier Kapitel, wir haben vier Kapitel, ich nenne jetzt nur die Titel, also so, weil man davon schon so einen Eindruck kriegt. Also das erste Kapitel heißt, das ist das Zitat von Sarah Ahmed, "Don't get over it if you're not over it", handeln statt repräsentieren. Das zweite Kapitel heißt Strategien der Intervention, uneingeladenes Widersprechen. Das dritte Kapitel heißt, wie heißt das denn? Das habe ich jetzt einfach. Dankeschön. Und das letzte Kapitel heißt Aneignungen trotzdem weitermachen. Also so, und das sind zum Teil sehr ermutigende, sehr, also wie soll ich sagen,
wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, sehr ermutigende, sehr starke Position, aber es gibt auch einige Beiträge, die auch aus einer sehr Position trotzdem versuchen, nochmal irgendwas Gutes in diesem Feld des Ausstellens zu sehen und darin zu entdecken. Bevor wir das Gespräch vielleicht weiterführen und ich vor allem den Rassismusbegriff skizziere, mit dem ich operiere, weil ich halt, also so aus meiner Erfahrung in der letzten Zeit halte ich das für notwendig, will ich trotzdem nochmal vorweg betonen, dass seit über 50 Jahren Menschen, die konkret von Rassismus, also konfrontiert sind und sich gegen Ausschlussstrategien, mit, also wie beispielsweise für politische Teilhabe und gegen institutionelle Diskriminierung stark machen, diese Leute kämpfen seit 50 Jahren dafür. Aber es ist eben auch, und das finde ich sehr wichtig, es ist an der Zeit, dass sich alle als Teil des antirassistischen Kampfes verhalten, nicht nur die, die von sozialem Ausschluss wegen beispielsweise zwei Üs im Nachnamen, einem Stückchen Stoff auf dem Kopf oder wegen einem Stückchen Papier namens Ausweispass konfrontiert sind. Ein rassismusanalytischer Blick auf den kulturpolitischen Diskurs zeigt, also, und jetzt, da kommt jetzt meine Position, ich komme aus dem Kampf des antimigrantischen Rassismus, also dagegen sozusagen, und habe mir vor allem für meine Forschungen im Rahmen meiner Dissertation den kulturpolitischen Migrationsdiskurs angeschaut. Und wenn man da drauf blickt, einfach sozusagen, sieht man das ganz klar, was ich vorhin skizziert habe. Ein paar Themen der Migration sind kulturpolitisch angekommen, aber sie unterstützen eigentlich das bereits asymmetrische Gesellschaftsverhältnis dadurch, dass das kulturpolitische Integrationsparadigma da also über dem allen hängt, weil einfach erst seit 2010 überhaupt die Museumswelt angefangen hat und die Kunstwelt auch in etwa, mit etwas Verspätung vielleicht zum Teil, im Theater ein bisschen früher vielleicht auch, überhaupt begonnen hat, sich mit der Migration auseinanderzusetzen. Ich würde auch sagen, es ist ein regelrechter Fetisch zum Teil auch entstanden. Meine These ist, dass also das Schiefe ist, dass der Ausgangspunkt eben der nationale Integrationsplan von 2007 war, der überhaupt erst eine kulturpolitische Auseinandersetzung mit der längst entstandenen Migrationsgesellschaft ermöglichte. Darin wurde den Kulturinstitutionen empfohlen, und jetzt zitiere ich einfach, eine interkulturelle Öffnung im Selbstverständnis, in den inhaltlichen Programmen, in den Gremien und beim Personal. Und dann gibt's noch ein bisschen, wird noch weiter zitiert, gesprochen sozusagen. Dann heißt es vor allem auch noch mal an einer Stelle, auch die Migrantenkulturvereine sollten stärker aktiv am kulturellen Leben partizipieren und sich gegenüber der deutschen Gesellschaft mehr öffnen. Steht 2007 im Nationalen Integrationsplan. Diese Adressierung an Migranten und Migrantinnen verweist eben auf das schiefe Verhältnis, das vor allem sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund adressiert und in eine Bringschuld positioniert. Implizit wird dabei das hegemonial nationale Verhältnis zwischen dem imaginierten Wir und dem ebenso imaginierten nationalen Anderen normalisiert und unantastbar. Wir halten also fest, Rassismus ist ein soziales Ungleichverhältnis, das in der Gesellschaft eingelassen ist und sie immer wieder spaltet, indem systematisch eine Trennung zwischen wir und ihnen operationalisiert wird. Rassismus funktioniert dabei wie ein Apparat, in dem sich die Ausgrenzungspraxen und die Wissensbildung gegenseitig bedingen. Rassifizierung umfasst dann den Prozess der gesamten Wissensbildung, bei dem die Ausgrenzungen und Benachteiligungen, die es eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht geben sollte, erklärt und legitimiert werden. Das läuft dann nach folgendem Erklärungsmodus, dass es bestimmte Gruppen nicht zur Gleichheit geschafft haben, liegt an ihren vermeintlichen Eigenschaften, sie seien weniger intelligent, weniger ambitioniert oder gar faul oder das neue, also das Wort sozusagen der Regierung heißt ja immer Integrationsunwilligkeit. Und vor diesem Hintergrund wird die materielle Benachteiligung von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft begründet, auch wenn dieses Wissen überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Bei dem rassistischen Wissen handelt es sich aber nicht bloß um Vorurteile oder falsche Urteile verirrter Individuen, sondern um einen gesellschaftlich geteilten Wissensbestand. Dieses Wissen funktioniert wie ein umgedrehtes Spiegelbild. Wenn man die eigene Gesellschaft, sozusagen, also die eigene in Anführungsstrichen Gesellschaft als offen, zivilisiert, friedlich, gewaltfrei, philosemitisch, unsexistisch und schwulenfreundlich sehen möchte, dann erscheinen die anderen per se immer als verschlossen, unzivilisiert, grausam, gewalttätig, antisemitisch, frauenunterdrückend und homosexuellenfeindlich.
Und auf Basis solcher imaginierter Merkmalsbestimmungen wird eine Gruppe von Menschen als vermeintlich natürliche festgelegt und in ein hierarchisch-asymmetrisches Verhältnis zu einer anderen Gruppe positioniert. Rassismus ist nicht einfach nur eine Einstellung in Köpfen, die durch gutes Zureden sich irgendwann mal ändert, sondern Rassismus ist ein Ungleichstellungsfakt, der sich in den Alltagsroutinen, im Selbstverständnis, im institutionellen Ablauf, im Staatsapparat und in der Machtausübung artikuliert. Und daraus werden konkrete materielle und symbolische Benachteiligungen gezogen und argumentiert. In der demokratisch verfassten Gesellschaft kann es eigentlich keinen Rassismus geben. Seit 1949 ist die BRD auch als solche verfasst. Im Grundgesetz heißt, also gibt es eine bedingungslose Verpflichtung zu § 1 Menschenrechte sowie die Gerechtigkeit, Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und vor allem auch die Antidiskriminierung ist in § 3 verankert. Also Rassismus darf es eigentlich nicht geben. Rassismus ist ein Fakt. Antirassismus ist dementsprechend keine Randaufgabe, sondern eine zentrale Aufgabe einer demokratisch verfassten Gesellschaft und all seiner Institutionen. Und gerade auch, weil die Kulturinstitutionen in Deutschland meist größtenteils von der öffentlichen Hand getragen und finanziert sind. Antirassismus ist also eine grundlegende Querschnittsaufgabe aller Institutionen eines Staates. Meine Forderung ist daher, die Migrationsgesellschaft als Ziel und Ausgangspunkt der Kulturpolitik und Kulturinstitutionen zu nehmen und dass sich diese Ziele und dass sich alle Institutionen diesen Ziel verschreibt, sich nicht nur reflexiv zu geben, sondern rassismuskritisch und vor allem antirassistisch zu handeln. Denn die Migrationsgesellschaft sind eben alle und Antirassismus betrifft nicht nur diejenigen, die mit Rassismus täglich konfrontiert sind. Und wenn es um die Kulturarbeit geht, dann können und müssen wir handeln, vor allem wenn es um die, also wir können vor allem auch handeln, wenn es um Ausrichtung, Strategien von Institutionen geht, wenn es um die Planung und also um die Planung von neuen Stellen geht, Stellenprofile schreiben, Budgetverteilung, Arbeitsabläufe gestalten und vor allem, wenn es darum geht, wie, also in welcher Art und Weise der Kulturbetrieb zum Handeln gebracht wird und wer dabei mit eingeschlossen wird und welche bereits etablierten Netzwerke vielleicht auch nicht mehr bedient werden. Als Nichtpolitikerin kann ich nicht politische Bedingungen für strukturelle Gleichheit schaffen, aber als Museumsakteurin kann ich die anwesenden Menschen ernst nehmen, wenn es um das Museum und die kulturpolitischen Ansätze geht. Und um es zusammenzufassen nochmal, antirassistisches Kuratieren bedeutet eine Entmonopolisierung der Definitionsmacht und ein Gewährleisten von erstens Accessibility, damit meine ich Zugang zum Wissensapparat, vor allem auf den Ebenen der Entscheidung, Gestaltung und Autorinnenschaft. Es gibt viele Erfahrungen zur Co-Kuration beispielsweise, aber es gibt auch sehr viele Misserfolge. Auch die Analytik des Misserfolges ist wichtig. An all diesem Wissen kann man anknüpfen. Es geht aber auch um Veränderungen des gesamten Apparates, zum Beispiel eben im Haushaltsplan, des Personals und des Organigramms, die bisher nach sehr klaren, sehr klaren Herrschaftspyramiden, also an deren Spitze eine Diktatorin dann steht, sozusagen, ja, aber nach diesem System ist es aufgebaut, also es wird immer enger, wenn es nach oben geht. Es geht aber auch darum, eben den sozialen Raum des Untersichseins aufzubrechen, also die etablierten Netzwerke aufzubrechen und die sozialen Bubbles sowie die routinierten Abläufe und eine Operationalisierung von neuen sinnvollen Expertisen und Qualifikationen zu suchen. Genau. Ich würde jetzt irgendwie so direkt ins Gespräch gehen und es tut mir auch leid, dass ich jetzt so eine lange Vorrede gemacht habe, aber es hat mir gezeigt in den letzten 2 Jahren, seit ich jetzt so diesem Buch hier so toure, mit diesem Begriff des Rassismus, es werden sehr viele, also der wird sehr unterschiedlich gebraucht. Mir geht es um institutionellen Rassismus, mir geht es um strukturellen Ausschluss und es geht überhaupt nicht um eine Einzeladressierung als irgendwie du bist böse oder sonst irgendwas, sondern um einen ziemlich rationalen Vorgang, eigentlich die Kultur Politik und die Kulturinstitutionen einfach radikal zu demokratisieren. Also so auch dazu übrigens hat Nora Sternfeld jetzt ein sehr tolles Buch herausgegeben. Ich mache jetzt Werbung für andere Leute. Aber liebe Nuray, also so du als Künstlerin, wie wirst du denn im Kunstfeld adressiert? Also so auch, danke. Und vor allem, welche blinden Flecken erlebst du eigentlich im Kulturfeld? Also so die du ja auch in Erfahrung in der Institution des Kunstausbildungsbetriebes ja auch hinter dir hast, aber eben auch als Künstlerin. Und die Frage, wie wirst du adressiert, also jetzt gerade auch so in Berlin unter diesem Hype des Migrationsschickes? Ich würde erstmal mit der Kunsthochschule anfangen, also so chronologisch. Ich habe meinen Anekdotenkoffer mit.
Und ich beziehe mich gleich mal auf das Zitat an der Wand, How to Survive Art School. Ich habe von 2007 mit kleinen Unterbrechungen bis 2016 studiert an der HFBK, also Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und ich sehe hier so schöne Bücher überall. Und während meines gesamten Studiums, aber da war einfach so Edward Said kein Begriff, Spivak war kein Begriff, Kanak Attack oder so war auch niemanden ein Begriff, Bell Hooks nicht, Audre Lorde, so. Und ich spreche nicht nur über die Studierenden, sondern vor allem über die Lehrenden an der Hochschule für Bildende Künste. Es war eine sehr weiße Institution und Diversität wurde immer eher über Internationalität verhandelt. Also die Hochschule hat sich auch immer als sehr international inszeniert, aber es waren dann halt auch ausschließlich Studierende aus dem Ausland, also keine wirkliche Diversität. Und das ging auch bis 2016 so. Nicola weiß Bescheid, wir haben nämlich gemeinsam studiert. Und in Berlin überrascht mich das jetzt, also weil es dann so Künste dekolonisieren, Untraining the Ear, ich habe mal so ein paar Beispiele mit. Genau, Decolonizing the Ear, Untraining the Ear, Unlearning beim Theatertreffen der Berliner Festspiele. Und das ist alles super. Aber ich denke, dass es halt so eine inhaltliche Öffnung gibt und du sprachst auch darüber und sich strukturell aber überhaupt nicht so viel getan hat. Und ich habe auch ein Zitat von Fatima Al-Tayeb mit, würde ich gerne vorlesen. Während die allgemeine Begeisterung für den Hybriden so als Fakt präsentiert wird, herrscht jedoch gleichzeitig merkwürdig wenig Interesse an ihm als realem Subjekt. Punkt, Punkt, Punkt. Das jüngste Medieninteresse an der zweiten Generation scheint kaum mehr als eine erneute Objektifizierung, eher hippes Saisonthema als echtes Interesse an den Lebensumständen dieser neu entdeckten Gruppe. Zitat Ende. Das Zitat ist von 2003, also über 15 Jahre alt. Und ich finde es begrüßenswert, dass es halt so inhaltliche Öffnungen gibt. Aber wenn ich dann Fatima Al-Tayeb lese, habe ich manchmal die Sorge, dass das nicht, alles nicht wirklich so nachhaltig ist, sondern eher so hippes Saisonthema sein kann. So, jetzt kommen wir zu meiner Adressierung als Künstlerin. Also dadurch, dass es gewisse Diskurse an der HFBK oder an der Kunsthochschule nicht zirkulierten, habe ich eigentlich schon während meines Studiums, ich wollte Kunst machen und musste dann aber irgendwie gleichzeitig auch diskursive Räume schaffen und dadurch habe ich auch angefangen, halt auch so ein bisschen kuratorisch zu arbeiten. Ich habe zurzeit das Gefühl, dass es so ein regelrechtes Desire an mein Thema und auch an meiner Person gibt. Fühlt sich temporär total schön an. Aber auch da die Sorge, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, weil ich nicht denke, dass das irgendwie so nachhaltig, also so das Interesse irgendwie nachhaltig ist. Und ich werde dann halt auch, wie hast du das gesagt, so Sonderprogramm, hattest du das vorhin genannt? Ich werde auch immer regelrecht adressiert, wenn es um so Sonderprogramme geht. Ja.
Also meine These wäre, dass du dann auch mit Sondermitteln deine Programme mit Sondermitteln machen kannst, also Mittel, die nicht aus den Programmmitteln kommen, also aus dem regulären Jahresetat, sondern über Drittmittelanträge. Und wenn dann der Drittmittelantrag nicht klappt, klappt vielleicht dein Projekt leider einfach auch nicht, sondern dann spielt halt die internationale Band oder was weiß ich, Performance-Gruppe, sonst irgendwas. Nee, das ist jetzt eine steile These. Ich muss schon sagen, dass ich das in Berlin sehr anders erlebe. Berlin ist schon auch nochmal ein anderer Raum. Ich empfinde auch Berlin, ehrlich gesagt, als eine ziemliche Bubble, also so. Und das ist dann schon jetzt nach einem Jahr manchmal auch schockierend, dann wieder andernorts zu sein. Ich war vor 3 Wochen in Bayern und war froh, nicht mehr dort zu wohnen. Und das ist jetzt total gemein, weil dort gibt es ganz tolle Akteure, die aber wirklich nochmal andere Kämpfe. Es hat mich nochmal daran erinnert, an meine Kämpfe sozusagen, die ich in München geführt habe, aber die in dieser Stadt, in der ich war, die nochmal kleiner ist, auch echt hart waren sozusagen. Ja, ich erlebe ja vor allem aber auch in Berlin so einen sehr, sehr großen Hype aktuell um die kulturpolitische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Ist ja auch ein neues Thema für die deutsche Geschichtswissenschaft, für die Kulturpolitik, aber auch in der Erinnerungspolitik. Die ich irgendwie schwierig und interessant finde. Also so wissenschaftlich, analytisch finde ich es natürlich auch interessant, weil ich da Parallelen zum Migrationsdiskurs sehe. Also es gibt auch jetzt wieder so einen Fetisch. Ja, diesmal ist der Fetisch, richtet sich total auf Objekte. Also so was ich aber auch interessant vor allem finde und warum ich auch glaube, dass es jetzt auch kein Zufall ist, dass vor allem sehr viel jetzt hier in Berlin so gerade stattfindet, ist, weil jahrzehntelang gab es hier schlichtweg auch eine postkoloniale Kritik von Akteuren wie beispielsweise der ISD, also der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, und lokale Gruppen und Initiativen wie Nur Humboldt 21 und jetzt das etwas neuere gegründete Bündnis dieser vielen Initiativen Decolonize Berlin, die sich eben über die intransparente Sammlungs- und Ausstellungspraxis, also die in ethnologischen Museen vor allem kritisiert haben, Restitution gefordert haben, Mitspracherecht eingefordert haben und einfach also mindestens 2 Jahrzehnte lang eigentlich wirklich belächelt wurden, vor der Tür stehen gelassen wurden sozusagen. Und nun verändert sich das, also so seit, also ihr könnt mich gerne korrigieren, in meiner Wahrnehmung seit etwa 2-3 Jahren lädt die Kulturpolitik auch dazu ein sozusagen ins Gespräch. Man geht auch zusammen, ich sitze auch gerade in einer Runde mit dem Senat und mit so verschiedenen, also mit diesen Initiativen, wo man sich ein Programm überlegt über eine Stadt, also über die Frage sozusagen, die Rolle der Kontinuitäten und aber auch Brüche sozusagen sozusagen und der Kolonialgeschichte in der Stadtgeschichte. Genau, aber die große Debatte kanalisiert sich ausschließlich eigentlich auf die Restitution von erbeuteten Objekten und wiederum das Thema strukturelle und institutionelle Veränderungen in den Häusern, eben wenn es um Abläufe geht, der Selbstausrichtung, auch natürlich Personal und vor allem einfach auch um eine Diskussion über die basale Legitimität der eigenen Institution. Also man muss sich ja schon fragen, was ist eigentlich die Legitimität dieser Museen, also und insbesondere der Museen, die darauf basieren, Beutegut zu haben. Also man könnte ja auch mal fragen, warum gibt es eigentlich archäologische Museen, ja, und so weiter und so fort. Das ist ein eigener Diskussionsabend, darüber könnte man genauso jetzt auch sprechen, genau. Aber eben diese Diskussionen und diese Fragen können nicht gestellt werden oder sie werden zumindest nicht kulturpolitisch diskutiert und finden höchstens mal in Einzelaspekten als temporäre Maßnahmen oder gar als Umdefinition zu Kunst werden sie dann ausgelagert. Also beispielsweise in Frankfurt wurde ja auch das Völkerkundemuseum unter Clémentine de Lis als Weltkulturenmuseum plötzlich umdefiniert. Das wurde auch was, ich fand das auch interessant, weil auch was Neues gemacht wurde. Das Sammeln wurde beendet und die Sammlung wurde als Schlachtfeld eben aber dann für Künstler und Künstlerinnen benutzt, was ich auch interessant fand, weil es wurden immer Künstler in Residencies sozusagen eingeladen, die haben dann auch in diesen Museen gelebt eine gewisse Zeit lang und sollten sich mit den Sammlungen auseinandersetzen, aber auch etwas Eigenes daraus machen. Und das war interessant, aber es umschiffte eigentlich auch und darum geht es jetzt also faktisch einfach eine Politisierung der Frage, was eigentlich also so die Aktualität und die Verwebungen der historischen Ungleichheit und Entrechtung, die im Zuge von der Kolonialgeschichte
Zeitschrift entstanden sind und wo sind sie in der Gegenwart vor allem und was haben sie zu bedeuten vor allem, und da komme ich jetzt zurück, natürlich, also so, wo mein Untersuchungsfeld liegt, zum aktuellen Migrationsregime, ja, und zu der aktuellen Frage, wer darf wann, wer hat welches Recht mitzureden. Ich finde es auch vor allem sehr auffällig, dass in diesem Hype und in diesem Fetisch jetzt gerade, also so zu der postkolonialen Museologie, auch kulturpolitisch die Trennung der antirassistischen Kämpfe wieder fortgetrieben wird. Der migrationsbezogene und postkoloniale Rassismus wird aus diesen Debatten und Strategien mitunter sogar explizit separiert, nach dem Motto, ja, das können wir dann mal später zusammendenken, und das halte ich für einen fatalen Fehler. Diskriminierung, Ausschluss und Marginalisierung hängen mit dem nationalen Blickregime zusammen und mit sozialer Benachteiligung, und sich nur mit einem Aspekt des institutionellen Rassismus hinsichtlich Objekten aus der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist einfach eine Umschiffung von blinden Flecken, wer auch aktuell nicht sprechen, also beziehungsweise, also wer vielleicht spricht, aber eben nicht gehört wird. Ja, also so, das finde ich wirklich eine sehr fatale Entwicklung, muss ich sagen. Und gleichzeitig, was da drin auch nicht stattfindet, und da wäre, also so wäre, glaube ich, auch, also so wäre ich jetzt auch sozusagen, würde ich auch gerne nochmal mit dir, Nora, also so dich nochmal fragen, also, und zwar ist die Verstrickung von Klasse und Migration, also so, beziehungsweise auch die postkoloniale Benachteiligung, also in der Gegenwart sozusagen, gerade auch in der Kunst, also so, weil das war auch, also so der Beitrag in dem Buch von Nora, also das Gespräch von dir, Nurai, und Nana, hat sehr wichtig auf diesen Punkt gebracht, dass wir auch darüber reden müssen, dass all diese Museen, all diese Akteure, die zum Handeln gebracht werden können oder handeln sozusagen, Zugang haben, auch dass es sehr viel mit sozialer Privilegierung zu tun hat. Ja. Ich habe keine Frage, sondern du übernimmst jetzt das Mikro. Ja, ich denke, dass Klasse total ausgeklammert wird. Oder dass irgendwie halt so, manchmal Antirassismus dann, also dass das so ausgespielt wird oder so gesagt wird, ja, aber wir haben ja jetzt irgendwie, was wollt ihr denn, wir sind doch antirassistisch, wir haben ja internationale Künstlerinnen eingeladen, und meistens verschwiegen wird, dass viele halt irgendwie auch klassenmäßig privilegiert sind. Okay, hast du Lust, über dein Projekt, über das du in dem Buch auch schreibst, mit der Exotic Box zu sprechen? Weil das war ja wirklich, das ist auch eine Sammlung, die du in Berlin, glaube ich, gefunden hast, ne? Genau, also da waren Tümay Kılıçel und ich, das war ein Residency-Programm, Julius-Hahn-Spiegel-Zentrum, angedockt an den Sophienseelen. Und das war ein Archiv der Lippe-Heidischen Kostümbibliothek in Berlin. Und es wurden verschiedene Künstlerinnen eingeladen, sich mit der sogenannten Exotic Box, das war ein Archivkasten, also es gab, ging um so modernen Tanz oder Tanzgeschichte, und es gab vier Kategorien, die eine war Ballett, moderner Tanz, russisches Ballett, und dann die sogenannte Exotic Box. Und wir wurden, also alle Künstlerinnen wurden eingeladen, sich mit der Box auseinanderzusetzen. Und ich habe eine interessante Feststellung gemacht. Also die Tanzgeschichte, der moderne Tanz ist ja dadurch entstanden, dass sich weiße Europäerinnen außereuropäische Tanztechniken angeeignet haben, und der moderne Tanz war dadurch quasi geboren, also in der zusammengefasst. Es war total interessant zu beobachten, dass es so außereuropäische oder sogenannte außereuropäische Tanztechniken gab, wie zum Beispiel Bauchtanz. Und es gab Subjekte, die in die Exotic Box einsortiert wurden, und dann wiederum Subjekte, die in die moderne Tanzbox einsortiert wurden. Und dann war es eigentlich so ein klarer Indiz dafür,
dass die weiße Tänzerin aus der Schweiz in die moderne Box einsortiert wird und die ägyptische Tänzerin, die nicht weiß ist, in die Exotic Box. Und es halt so auf keinen Fall um die Tanztechniken oder so ging, weil das waren ja ähnliche Tanztechniken, sondern um die Subjekte. Die erotischen, exotischen Subjekte. Ja, das war, da wurde unglaublich viel rassifiziert, sexualisiert, das war... Und vor allem ja auch eine Behauptung, dass es keine Geschichte gibt sozusagen, sondern dass sie in der Folklore, also das ist ja, quasi... Ja, genau, genau, es geht ja auch um den Qualitätsbegriff, dass es dann halt bei in der Exotic Box ja nicht um modernen Tanz oder so gehen kann, sondern dass es dann halt alles irgendwie so ethnografisch, Folklore und wird halt auch so archiviert. Also auch da die Frage, was findet Zugang in die Archive und in welche Box wird man sortiert? Ja, soll ich mal ganz kurz einschalten? Also dieses Projekt, mir ist nicht ganz klar, wer sortiert was ein in die Box? Genau, aber darum geht es ja, glaube ich. Das ist die Kostümbibliothek. Also es ist ein Archiv, die Lippe-Heidische Kostümbibliothek. Nee, das Archiv gibt es in Berlin und das Julius-Hans-Spiegel-Zentrum wollte sich mit der Tanzgeschichte auseinandersetzen und hat uns als Künstlerin eingeladen. Um welche Person konkret die Sortierung vorgenommen haben, müsstest du in der Lippe-Heidischen Kostümbibliothek erfragen. Das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist jetzt gerade eigentlich der Punkt. Also so, dass er, also jetzt, wenn ich, also ich mich die, nee, aber das ist ja also so die Frage sozusagen, ich mich mehr mit der Institution sozusagen auch auseinandersetze. Diese Frage genau, wer sortiert eigentlich, wer bestimmt, was reinkommt auf der einen Seite, wer sortiert und wer macht überhaupt nach welchen Kriterien, wer wirft die Klassifizierungssysteme auf. Und ich denke, dass es überhaupt kein Zufall ist, dass es die Exotic Box gibt, auch noch in der Gegenwart gibt und es gibt noch sehr viele andere Boxen, mit Labels drauf, die aus dem 19. Jahrhundert kommen und das ist überhaupt kein Zufall, also es ist ja auch kein Zufall, also der Großteil der Institutionen, Museen, also Theaterbühnen und so weiter und Kunstgalerien sozusagen sind im späten 19. Jahrhundert, also ab dem der zweiten Hälfte, vor allem das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, bis zum frühen 20. Jahrhundert entstanden und ich meine, das ist ja keine ganz unproblematische Zeit, also ich meine, das ist genau die Zeit, in der Nordwesteuropa sozusagen sich, also in der sich in Nordwesteuropa das national-imperialistisch-koloniale Projekt verdichtet hat und das auf den Füßen von Rassentheorie, Kriegen und Ausbeutung. Ja. Und wenn man sich jetzt auch nochmal anschaut, welche Objekte und auch welches Personal sich in diesen Sammlungen, in den Museen, im kuratorischen Bereich sozusagen da gefunden oder zusammengestanden sind und verdichtet haben, dann sind das nun mal sehr oft Leute, die direkt aus dem Zusammenhang der Wissenschaft oder aus kolonialen Projekten, also irgendwelche Beamte und so weiter kamen und aber auch ganz viele bürgerliche Vereine, also so bürgerliche Kunstvereine, also so unter dem Motto der Volksbildung sozusagen, sich paternalistisch getroffen haben und die sehr direkt, aus deren Praxis heraus sich, also gerade in der Wissenschaft, deren Wissensbildung sich mit Rassentheorie, also auf den Füßen von Sozialdarwinismus beispielsweise, theoretisiert haben und dass sich dieses Wissen und diese Art des Wissens sammeln und so ordnen sozusagen genau auch in Klassifizierungs- und Ordnungssysteme mit eingeschrieben hat. Nun gab es natürlich schon einen Bruch mit 1945 in Deutschland, das muss man schon natürlich auch sehr klar sagen. Natürlich gab es einen Demokratisierung, also so natürlich ist das gar nicht, aber es gab einen offiziellen Demokratisierungsprozess, ja, von oben herab sozusagen. Nur tatsächlich in diesen Ordnungsweisen, ja, also wenn man sich das anschaut, in sehr vielen großen Museen hat sich eigentlich an den Klassifizierungssystemen nicht wirklich wahnsinnig viel verändert. Da haben sich dann schwierige Begriffe, ja, vielleicht wurden die ausradiert und mit etwas harmloser Klingendem ersetzt, ja, aber es hat sich nichts an der Art und Weise verändert sozusagen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es in sehr vielen Sammlungen die Exotic Box nach wie vor noch gibt, in der vor allem exotisch, erotisch aussehende Frauen als folkloristische
Objekte und nicht auch nicht als Subjekte, also meistens ohne Namen, ohne irgendwelche weiteren Biografisierungen einkategorisiert werden und unter der Moderne dann die Künstlerin, der Künstler, wo die ganze Biografie wahrscheinlich auch recherchiert und erforscht ist, genau. Und genau, und also so, und wenn man sich auch nochmal anschaut aus so spätes 19. Jahrhunderts, also die Museen und die Kulturinstitutionen befanden sich in einer Transformation zu bürgerlich-öffentlichen Institutionen, die eben auch nicht unschuldig waren, weil es genau darum ging, die Kultur in den nationalen Disziplinierungsapparat mit einzugliedern, dessen Aufgabe war es eben, das Volk sozusagen, das sogenannte Volk, das auch neu entdeckte Volk als geeintes Volk zu entdecken und als nationalen, in einen nationalen Imaginationsraum zur Disziplinierung, eben in Gegenüberstellung zum vermeintlichen Rest der Welt. Das ist ganz interessant, sich mal die alten Weltausstellungen anzuschauen, wie dort die Ordnungssysteme in den Periodengalerien waren und wo dann eben der wilde Rest der Welt sozusagen, das waren die kolonialisierten Regionen der Welt, dargestellt wurden, eben nicht als Erfolgsgeschichte, nicht als voranschreitende Erfolgsgeschichte, sondern als stehengebliebene Stämme im Grunde genommen auch dargestellt wurden, wofür dann oft auch Leute angeworben wurden. Also so das Treptow-Museum hier in Berlin würde ich sehr empfehlen, in die Ausstellung zurückgeschaut zu gehen, hat das auch aufgearbeitet über die Kolonialausstellung im Treptower Park. Also da wurden richtig Menschen aus den Kolonialregionen angeworben als Arbeitskräfte, die dann Eingeborene spielen sollten, obwohl sehr viele von ihnen mit einer Erwartung gekommen sind, hier ihre Beschwerden sozusagen über die Kolonialverwaltung vor Ort zu adressieren, aber und dann auch sehr frustriert waren darüber, weil sie so nicht eingeladen wurden und sie auch niemand angehört hat. Also es ist eine sehr lohnenswerte Ausstellung. Bitte besucht diese Ausstellung, die auch unter dem Einsatz von sehr wenig Personal, aber vor allem auch in Zusammenarbeit mit zwei Akteuren, die vor allem auch in den Initiativen No Humboldt 21 und bei der ISD aktiv sind und auch eingefordert haben. Es gab schon ein Konzept, dass das so nicht geht und dass eigentlich ein neues Konzept gemacht werden muss. Und das wurde auch zusammengegangen, dieser Weg. Also mit Kämpfen, aber mit lohnenswerten Kämpfen, wie man auch sieht. Genau. Genau, ich würde aber jetzt irgendwie sagen, jetzt stellen wir euch also so die Frage sozusagen zurück. Also wir laden euch jetzt einfach ins Gespräch ein, weil mich das natürlich auch interessiert hat, also so aus der Ankündigungen von Resonances, also dem Werbetext sozusagen für diesen Raum, in dem wir heute sitzen, da schreibt ihr ja, welche Bedingungen und gemeinsamen Praktiken sind erforderlich, um den Status quo der imperialistischen und kapitalistischen Strukturen, die weiße Vorherrschaft und Patriarchat zu stürzen, aufzulösen, welche neuen Formen des operativen, raumeinnehmenden und epistemischen Ungehorsams können innerhalb und außerhalb der kolonialen Machtmatrix aktiviert werden? Auf welche Weise können wir mehr Horizontalität erreichen, während wir uns zumeist in vertikalen Machtstrukturen befinden? Ein Zungenbrechertext, kann ich jetzt schon mal sagen. Meine Frage wäre, welchen Beitrag leistet eigentlich die IFA-Galerie und wie geht sie gegen Rassismus, gegen soziale Ungleichheit, gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus konkret vor Ort, also hier in Berlin oder in Deutschland, auch vor oder auch mit den Kooperationspartnern, mit denen die IFA-Galerie zusammenarbeitet. Ich habe mir natürlich auch die Institutionsgeschichte angeschaut. Ich fand es auch interessant, dass es so eine Selbstreflexion da drin gibt. Genau. Und genau, was ist euer Beitrag? Also was ist euer gesellschaftspolitischer Beitrag zu all diesen Fragen, die ihr stellt? Und ein Stückchen weit, würde ich sagen, finde ich die Lösung auch in eurer Headline für das Kapitel Don't get over it, if you are not over it, handeln statt repräsentieren. Ich würde sagen, IFA, ich arbeite seit 6 Jahren für die Institution in der Kunst. Wir haben das Feld verlassen, Kultur, Kunst aus Deutschland zu repräsentieren und nach außen zu tragen, sondern wir haben begonnen, durch das Einladen von Kuratoren aus wirklich verschiedensten Perspektiven eine Auseinandersetzung zu führen über Kolonialisierung, Dekolonialisierungsprozesse, wirklich aus Multiperspektiven, durch das Einladen von Kuratoren. Das sind nicht durch eine Handschrift kuratierte Ausstellungen, sondern durch Gäste, die in ihren lokalen Kontexten mit diesen gleichen Fragen, die uns auch betreffen, die relevant sind in Berlin und auch in Stuttgart, wo wir noch eine Galerie haben, dass wir es da auf eine Weise ja ins Gespräch kommen, um vielleicht auch zu fragen, ne, wie können wir da Annäherungen schaffen, auch koloniale Wunden zu heilen. Und gerade mit dem Programm Anti-Tutai haben wir über 2 Jahre
Und das ist ein anderer Punkt, es ist nicht eine Schnelllebigkeit, sondern eine Vertiefung, die wir versuchen, über 2 Jahre ein Programm zu entwickeln, sich mit den kolonialen Vermächtnissen, mit dem internen Kolonialismus oder was du mit rassistischen Strukturen beschreibst in Institutionen, damit über einen längeren Zeitraum auseinanderzusetzen, indem wir Gäste einladen, die ja Narrativen, eine Geschichte zu Geschichten machen, also da eine Pluralität entwickeln. Das würde ich sagen, zeichnet unsere Arbeit wirklich aus von dem Repräsentieren in das Handeln. Nicht das Handeln mit Performances, vielleicht in einen öffentlichen Raum, aber wir müssen auch immer schauen, ne, was ist der Rahmen, in dem wir agieren können. Wir dürfen nicht das überbeanspruchen, hier auch politische Handlungen zu aktivieren, sondern eine Frage nach vielleicht einer Ethik zu stellen. Und ich würde gerne auch da Nicola noch kurz das Wort geben, weil sie wirklich diesen Raum hier gezielt darauf angelegt hat, eine Resonanz zu sein, ein Corresponding with, was in den Ausstellungen passiert ist, dass diese Ausstellungen nicht alleine dastehen, sondern einen Rahmen brauchen, um zu zeigen, woher kommen diese Themen, wie setzen sie sich zusammen, was haben wir ausgelassen oder was du auch mit diesem disparaten Moment beschreibst, die disparaten Perspektiven zusammenzubringen, das lassen wir hier auch zu in der Selektion. Ich habe noch eine Frage, bevor Nicola antwortet. Ladet ihr auch lokale Akteurinnen ein? Als teilnehmende Künstlerinnen zum Beispiel von Ausstellungen da kann Nicola mehr erzählen, ich bin eben seit Januar hier in der IFA-Galerie. Ich habe die letzten 6 Jahre eigentlich Ausstellungen in der Welt gezeigt, deswegen möchte ich das gerne weiterspielen. Aber das ist eine wichtige Frage, ne, weil wir ja gerade in Berlin eine Stadt haben, wo all die Perspektiven schon da sind. Wir müssen sie nicht einladen, dass ne, wir etwas... Genau, das würde ich gerne Nicola übergeben, weil sie einfach das mitentwickelt hat in den letzten 2 Jahren in dem Raum. Ja, ich glaube, ich muss mich da auch nochmal, also ich bin nicht verantwortlich für das komplette Anteil, total, genau. Ich habe aber eng mit Alia Septi zusammengearbeitet und ich kann, glaube ich, auch irgendwie in ihrem Sinne, ich möchte nicht für sie sprechen, aber ich glaube, ihr war es eben gerade ein Bedürfnis, auch mit lokalen Akteuren irgendwie zusammenzuarbeiten, einen Austausch und ein Austauschen auch irgendwie möglich zu ermöglichen erstmal. Wir haben auch mit einigen Institutionen, Kooperativen, bestimmte Formate entwickelt. Wir haben Leute auch reingelassen hier, die selber ihre Formate entwickeln durften und auch Fragen gestellt haben in Bezug auf diese ganze Matrix von der Text irgendwie ziemlich wie sagt man, zungenbrecherisch ist, ja, eben gerade diese Fragen, die wurden hier immer wieder auch gestellt und deswegen war es uns auch ein Anliegen, glaube ich, da irgendwie noch mehr zuzumachen und irgendwie auch die eigenen Fehler, die eigenen Leerstellen irgendwie da aufzudecken. Und ich bin halt auch, wie gesagt, ich bin auch nur von außen, aber jetzt auch drin hier, klar, ich möchte das auch gar nicht verwischen. Ich war dabei irgendwie, als Entscheidungen gefällt waren. Ich hatte natürlich keine Entscheidungsmacht hier in dem Sinne, wie jetzt eine Leitungsposition oder wer bestimmt, was ein Jahresprogramm gemacht wird. Ich glaube aber auch, dass es ein großes Anliegen von Alia Septi war, irgendwie diese Räume auch einfach zu öffnen, poröser zu machen, auch für Kritik empfänglicher. Es war ein Versuch, ich glaube nicht, dass das komplett aufzulösen ist. Ich glaube, da gibt es viele, viele Probleme immer noch, ob das jetzt auch auf struktureller Ebene ist oder eben diese ganzen, wen lädt man auch ein, wen lädt man nicht ein, diese ganzen Politiken von, das ist auch eine ungeklärte Sache, glaube ich, weil es auch teilweise schwierig ist, wenn man in solchen Institutionen arbeitet, natürlich irgendwie auf eine kollaborative Art und Weise Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben versucht, da irgendwie Lösungsansätze zu finden. Wir haben wirklich versucht, was zu machen und wir sehen selber, dass irgendwie es ist noch sehr viel nötig. Und deswegen auch nochmal diese Aktualisierung der Fragen, die es wirklich schon sehr lange gibt. Und deswegen sind wir heute auch alle hier. Würde ich so eine Sache, weil du das gerade gesagt hattest, also so, dass die, ja, oder wer auch immer, also jetzt, ich adressiere das jetzt in diesen Raum der IFA-Galerie hinein, weil es sind immer viele Akteure, es gibt ja auch nicht immer nur eine einzige verantwortliche Person, für irgendwas ist klar, aber trotzdem tragen wir ja mit Verantwortung, wenn wir etwas machen und auch als Externe, die Rolle kenne ich auch sehr gut,
hat man ja auch Handlungsmacht. Also wir haben alle Handlungsmacht. Alle, die hier sitzen, haben Handlungsmacht. Aber meine Frage wäre, weil du sagtest, also der Versuch ist jetzt sozusagen, das ernst zu nehmen, indem man sich Zeit gibt, etwas zu entwickeln. Jetzt finde ich 2 Jahre, ehrlich gesagt, ist nicht viel Zeit. Also so, ich finde 2 Jahre ist, da kann man quasi gar nichts machen. Also so in 2 Jahren, also da braucht man schon mal mindestens ein halbes Jahr, um einen guten Antrag zu schreiben für Drittmittel oder sonst irgendwas. Deswegen frage ich mich, weil du es gesagt hattest, koloniale Wunden heilen, wie soll man das machen? Also was heißt das überhaupt? Also so, und wer bestimmt, welche Wunden überhaupt? Also so, es gibt ja auch mal irgendeinen Vorrang an irgendwelchen Wunden. Also wer wird denn damit eingegliedert, zu definieren, welche Wunden und was als Wunde auch definiert wird und wie die richtige Heilungsmethode ist, sozusagen, um jetzt in dieser Sprache zu bleiben. Und genau. Also so, und was damit jetzt auch konkret eigentlich gemeint ist. Also so, das wäre schon auch. Ja. Ich glaube, wir sprechen da auf 2 Ebenen. Das müssen wir ausdifferenzieren zwischen dem der inhaltlichen Ausrichtung der Programme und wen wir einladen als Künstlerinnen, als Kuratorin, uns neue Erzählungen darüber zu geben, wie die Kolonialgeschichten erzählt werden, wer gesprochen hat, wer nicht gesprochen hat, wer unsichtbar blieb. Das ist die inhaltliche Ebene. Und der andere Moment, den ihr auch ansprechen wollt, sind die Frage nach Institution in sich hinein. Ich sprach die Dekolonialisierungsprozesse auf einer inhaltlichen Ebene an. Unsere Ausstellung, eben wir verfügen, und das ist schon ein wichtiger Moment, über institutionelle Mittel, die uns die Freiheit geben, die Themen, die wir setzen möchten, zu entwickeln. Ich spreche 2 Jahre darüber, wirklich unsere Gesellschaften zu untersuchen, wie die kolonialen Vermächtnisse sich niederschlagen, wie wir sie reflektieren, wie wir uns weiter bewegen, wie durch eine Migration von Ideen man auch an einen Punkt kommen kann, glaube ich, den Rahmen zu erweitern dessen, was man sieht, was es heißt, Grenzen zu fassen und zu überschreiten. Also auf konkrete Themen hin, wie Bewegungen, wie Umwelt, hinzuarbeiten. Das ist Teil eines längeren Entwicklungsprozesses, in dem wir ja schon auch eine Vision haben, würde ich sagen, für IFA, und daraus haben wir uns vor 100 Jahren auch entwickelt, aus Erfahrungen von einer gesellschaftlichen Destruktion nach dem Ersten Weltkrieg in diesem Falle, ne? Momente zu finden, über diesen Austausch mit anderen Stimmen, ihnen Raum zu schaffen und sie hörbar zu machen. Also ich glaube, das ist eine ganz lange Erzählung, die IFA angehen möchte, und das andere ist konkret bezogen auf Themen, die wir erarbeiten. Und das andere ist natürlich, na, wie flexibel sind unsere Institutionen, wir sind relativ groß, wir werden finanziert vom Auswärtigen Amt, aber haben in unseren Setzungen hier auch keinerlei politische Einflussnahme. Ich glaube, das sind so 2 Dinge, die wir natürlich hier durch das Thema auch zusammenbringen, aber die ich klar auseinanderhalten möchte. Und vor allem Feedback oder ne, Talkback hattet ihr ja auch als einen Begriff reingebracht, in welche Richtung man Resonanzen hat oder hört. Und hier sind ja sicher auch Künstlerinnen, Kulturproduzentinnen. Wer ist das wir? Sind das wir? Die Gast, also das ist mir nicht ganz klar, sind das die Mitarbeiterinnen der IFA und die Gastkuratorin bzw. Künstlerin? Na, ich habe da ein inklusives Wir verwendet, und ich glaube, ich habe den Begriff der Wundenheilen genommen, um im Falle konkret auf eine Arbeit von Karen Michelsen-Castagnon zu verweisen, eine Künstlerin, die auch als Educator arbeitet und die immer wieder darauf hinweist, wie wir selbst total verstrickt sind in Widersprüche. Also wir sind ja auch nicht, auf welcher Seite stehen wir, welche Geschichte tragen wir mit uns. Sind der Teil der Familien, unserer Herkunft, wo wir herkommen, wie haben sie sich verhalten, wir können uns ja dem nicht entziehen. Und sie hat einfach eine Praxis entwickelt, auch zu schauen, gerade bei Fragen, ne? Restitution, das hattet ihr vorhin angerissen, was heißt auch etwas wieder zurückgeben und etwas zum Klingen und Sprechen bringen. Und da hat sie in ihren wirklich guten Video-Essays die Begriffe auch verwendet. Nathalie, ich wollte gerne fragen, wie sich das, was jetzt in deiner Forschung in den letzten Jahren herausgekommen ist, in der praktischen Arbeit im FAXB-Museum niederschlägt.
Also, das ist, also ich bin erst seit einem Jahr dort die Leiterin. Das sage ich als erst ein Jahr, weil man auch was mit übernimmt und ich kann was mitnehmen, was schon sehr in so eine Richtung geht, wie ich mir das so vorstelle, aber ich noch weiterentwickle und so richtig über Ergebnisse darüber, glaube ich, das macht Sinn, nächstes Jahr zu reden, dann kann man mich auch nämlich ab nächsten Jahr richtig kritisieren. Aber ein Teil davon ist, ich habe mit Marc Terkesidis auch in dem Buch zusammen den Begriff des kollaborativen Museums entwickelt, ja, wo es darum geht, also so sich zu überlegen, wie kann man jetzt eigentlich das Entmonopolisieren, worüber ich vorhin das also nochmal so zusammengefasst hatte, operationalisieren und institutionalisieren. Und das fängt an, also so ganz schlicht mit der, also so mit der Überlegung, wie gestaltet man so einen Raum, der zusammen entscheidet, welche Themen Relevanz haben und wichtig sind, wer zu adressieren ist, wie an dieses Wissen zu einem Thema, wie man daran herankommen kann, um eben all die Blindspots, die man ja auch selbst hat, also so, um irgendwie eine Möglichkeit, eine Diskussion und auch einen Streit und auch andere Blicke mit reinzubringen sozusagen und andere Themen dadurch ja auch zu setzen und andere Methoden zu setzen. Also ich bin eine sehr große Freundin von Beiräten, also so, es klingt so nach einem blöden Tool, aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen, also in so einer Institution, also Münchner, ich gehe jetzt auf eine ältere Praxis zurück, weil da habe ich einfach, also in diesem Münchner Stadtmuseum habe ich sehr viele neue Praxen mit reingebracht und reingekämpft auch und eine war eben bei meinem Projekt, dass ich einen Beirat gegründet habe, einen Beirat von Leuten, die sonst nie irgendwie was mit diesem Stadtmuseum zu tun hatten, die auch nie so gedacht wurden, weil sie überhaupt nichts mit Kulturarbeit, sondern mit Sozialarbeit zu tun haben. Aber es waren alles Akteure, die sich in dieser Stadt München seit mehreren Jahrzehnten damit auseinandergesetzt hatten, also für soziale Gerechtigkeit gekämpft hatten und um politische Teilhabe für die, die als Nicht-Dazugehörige sozusagen gelten. Und da hat sich die Institution mit Händen und Füßen erstmal dagegen gewehrt, ja, bis sie dann gesehen haben, es war total super, also weil die ganzen Diskussionen und alle Fragen, die stattgefunden haben, total wichtige Fragen waren, um, damit wir selber überhaupt darüber nachdenken, was und warum machen wir es und dadurch konnten wir unsere Arbeit schlichtweg verbessern auch, ja, und wir konnten auch miteinander arbeiten, weil sie uns geholfen haben, ganz schlichtweg, also so, weil wir auch zu doof waren für manche Sachen, also so, das Offensichtliche sozusagen zu sehen. Also Beiräte, finde ich, ist ein super Methode, dann haben wir, also das macht jetzt auch meine Volontärin jetzt fürs Friedrich-St.-Kreuzberg-Museum. Allerdings, wir haben da auch mit anderen Themen zu tun, also so ist jetzt auch gerade natürlich ein Thema, aber es gibt auch eine strukturelle Benachteiligung von Menschen aus Ostdeutschland und Ostberlin, also so, wenn man sich das anschaut, das finde ich auch ein Riesenthema sozusagen und auch dazu arbeiten wir jetzt und die machen ein Museumslabor Friedrichshain, wo es auch, also wo es darum geht, einen Raum zu eröffnen, also so verschiedene Gesprächsanlässe zu bilden und Leute auch einzuladen, explizit zu bestimmten Themen, also bestimmte Themen zu setzen, um darin innerhalb dieses Themas also den Diskussionsraum zu eröffnen und zu gucken und zu sagen, ey, wir sind dafür auch zuständig und wir würden gerne mehr mit euch in Kontakt kommen und wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Meines Erachtens muss auch nicht immer eine Ausstellung des Endprozess von irgendwas sein, überhaupt nicht sogar. Eine Ausstellung ist dann auch irgendwann auch wieder vorbei, auch eine Dauerausstellung ist nicht auf alle Ewigkeit, sondern irgendwann auch wieder vorbei sozusagen. Aber das sind so die Bereiche, die mich viel mehr interessieren. Wie geht man mit Dauerausstellungen um? Oder also ich lade jeden, mit dem ich gerade und der ich gerade zu tun habe, immer ein, nicht nur in dem einen Wechselausstellungsraumformat zu denken, sondern alle, also wir haben zwei Dauerausstellungen können, also interventioniert werden, was gar nicht so leicht ist, weil die Dauerausstellungen sind schon an sich Interventionen, also da geht es um Bewegungsgeschichte sozusagen, das ist eine ziemliche kuratorische Herausforderung, aber ich lade jeden eigentlich immer dazu ein, setz dich doch mal damit auseinander, also mach's gerne sozusagen, das Treppenhaus kann man bespielen, alles kann man bespielen sozusagen, es gibt kein Tabu sozusagen, außer vielleicht mein Schreibtisch, der ist schon chaotisch genug, den möchte ich bitte nicht noch bespielt haben. Aber also so, also sozusagen die Praxis, sich auch mit dem, was als Dauer sozusagen definiert wird, einzuladen und das auch in Frage zu stellen, neue Dinge reinzubringen. Und einfach auch zu fragen, also so zu fragen, mit jedem einfach darüber zu reden, erstmal, was wir da machen, wer man so selber ist und dass man sich, also dass wir uns, das ist diese komische Struktur mit den Bezirksmuseen, aber dass man sich wirklich komplett für Friedrichshain und Kreuzberg auseinandersetzt. Ich möchte gerade noch eine Sache sagen, weil tatsächlich dieses Thema, es gibt so verschiedene Debatten jetzt gerade auch dieses Zusammendenken von der Diskriminierung von Ostdeutschen und Migranten und Migrantinnen und
da gibt es schwierige Stellen da drinnen, aber ich finde trotzdem erkenntnisreich gerade nochmal da dran. Und ich finde es auch gut, dass es quasi wissenschaftlich auch bearbeitet wird und politisch auch bearbeitet wird, weil es nochmal zurückspiegelt, was diese Kulturinstitutionen sind. Sie sind extrem geschlossene Circles, also so von, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, ja, aber von weißen, heteronormativen Männern. Ja, also so die aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund kommen, wo irgendwie das Goethe-Zitat irgendwie zur Bildung ab Alter Null gehört sozusagen und als legitimiertes Wissen gilt. Also das ist jetzt wirklich auf die Spitze getrieben, weil es natürlich nicht richtig ist. Ja. Aber tatsächlich, also so jetzt habe ich nur Zahlen aus dem Wissenschaftsbetrieb und nicht aus der, also aus dem Universitätswissenschaftsbetrieb und nicht aus der Kunstinstitution. Aber es gab mal vor ein paar Jahren eine Studie in Deutschland zu den ganzen Professuren. Ja. Und es gab nicht mal 5% an Personen, also die eine Professur innehaben, die aus Arbeiter-Background kommen. Also nicht mal 5%. Ja. Und ich gehe jetzt davon aus, ich übertrage das also so, ohne ein faktisches Zahlenwissen belegen zu können, dass es in Kulturinstitutionen sehr ähnlich aussieht. Also so. Und es gibt wenige Ausnahmen. Also so jetzt in meiner Person, ich bin eine Ausnahme da drinnen. Auch als Frau, also in so einer, also es gibt Frauen in der Kultur, also in Kulturinstitutionen, keine Frage, aber auf den Leitungsebenen von den großen Häusern. Ja. Ich arbeite in einem sehr kleinen, also wir sind 3 Angestellte. Ja. Also es ist ein sehr Mini-Museum. Die Bezirksmuseen sind sehr, sehr klein und sehr gering strukturell ausgestattet. Aber in den großen Museen, also wirklich denen mit Objektbeständen von 5 Millionen Objekten in den Museumssammlungen, das sind meistens Männer und aus bildungsbürgerlichem Hintergrund und so weiter und so fort. Also was ich nur sagen will, ist, dass all dieses Aufdecken sozusagen von Ungleichheit nochmal rückspiegelt, wer da hinten sitzt in den Entscheidungshebeln. Und ich finde das schon sehr, sehr relevant, sich da Methoden zu überlegen und auch immer wieder zu erarbeiten mit all denen, die davon auch ausgeschlossen sind. Ja. Also so, das würde ich jetzt als einen Ansatz beschreiben sozusagen und so gehe ich halt vor, wenn ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite. Also für ab Ende diesen Jahres ist die erste Ausstellung, die auf meinem Mist sozusagen mitgewachsen ist, aber in Kooperation mit Peggy Piesche zusammen, Labor 89, kommt vorbei. Selber Werbung gemacht. Und ab nächsten Jahr kann man sozusagen das auch kritisieren und ich glaube, es macht dann auch Sinn, ab nächsten Jahr kann ich nochmal darüber dann auch über die Erfahrungen, über die Kämpfe, über die Brüche, die Entzweiungen vielleicht, die ja auch passieren, in dem Zusammenarbeiten auch entstehen. Dann kann man darüber reden. Das macht im Moment so Medium-Sinn sozusagen. Ja, Beiräte. Mein Tipp. Dich zu assoziieren mit anderen Akteuren, um dann Netz mit Verknotung zu machen, als eine mögliche Strategie, eine Sichtbarkeit zu erlangen durch jetzt kleine Museen, Initiativen, die die gleichen Konzepte tragen wie du. Also so nicht die Kritik an den Institutionen mit ihren Hintergründen, dass du sagst, ich assoziiere mich mit Projekten, mit Gruppen, mit kleineren Institutionen, um ein Netz zu bilden, dass über Assoziierungen, über Zusammenarbeit eine breite Sichtbarkeit erzeugen kann über die Debatten, die nicht geführt werden in bestimmten Museen. Ja, aber also der Zugang ist ja nicht das Vernetzen des Vernetzens wegen, sondern das hat ja was mit irgendeinem politischen Kampf zu tun, der relevant ist, weil er nicht geführt wird oder weil die Personen, die schon lange dafür kämpfen, irgendwie trotzdem an den, also so delegitimiert werden da drinnen. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen große Institutionen. Also so die Institution, in der ich zuvor in München gearbeitet habe, das wäre jetzt nicht, da möchte ich jetzt nicht in solchen Strukturen nochmal arbeiten, sozusagen, weil es zu anstrengend wird. Aber es geht nicht nur um Sichtbarkeit, sondern es geht um einen Kampf, der da geführt wird. Es geht auch um also eine Ermächtigung sozusagen. Jetzt glaube ich, dass es sinnvoller wäre für diese Akteure, mit denen ich jetzt viel zu tun habe oder so, dann doch wieder in einer größeren Institution zu arbeiten, weil da mehr Geld, also mehr Ressourcen letztlich auch liegt, um was umzusetzen und dadurch auch, wenn man da zum Handeln kommt, also dort sichtbar wird sozusagen, gibt es einen ganz anderen Legitimitätsstatus als in einem Bezirksmuseum. Aber nichtsdestotrotz, ich will mich gar nicht so unterbuttern mit meinem Haus, also ich wollte an dieses Museum kommen, also so, ich bin wirklich, ich habe aus einem besseren Job bin ich, den habe ich gekündigt sozusagen dafür, also besser bezahlt sozusagen, besser bezahlten Job mit, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja egal. Auf jeden Fall,
Aber also wirklich, ich wollte das auch dorthin kommen, keine Frage. Es sind andere Handlungsmöglichkeiten auf jeden Fall. Aber ich finde, also die Frage ist eigentlich wirklich, was sind also so auch Geschichtsblicke? Also wir sind ein bezirksgeschichtliches Museum sozusagen, einen anderen Blick und vor allem auch einen anderen Blick auf, wer Teil der Geschichte war, aber darin auch nie erzählt wurde und total wichtig sind. Also Labor 89, da geht es um gesellschaftskritische, feministische Kämpfe aus Ostberlin, also aus einer Perspektive vor allem von Ostberlinerinnen, ja. Und also das ist ein Blick, der so nicht viel in einer Institution, also in einer öffentlich getragenen Institution so bisher vorgekommen ist. Und das ist das Interessante dahinter, und zu gucken, was für Anliegen und in welchen Kämpfen arbeiten und verhandeln diese Akteure von damals noch in der Gegenwart. Ja? Und, oder welche Brüche gab es auch da drinnen sozusagen. Also so, das finde ich irgendwie so das Interessantere, dass man an etwas zusammenarbeitet. Und vor allem auch, dass das die Art und Weise, wie dann gearbeitet wird, das kann man ja auch nicht vereinheitlichen. Jedes Thema, jede Zusammenarbeit, jede Kollaboration mit jemandem erfordert auch andere Maßnahmen, Abläufe und so weiter. Und das ist eigentlich der springende Punkt, mir auch flexible, dehnbare Abläufe und institutionelle Strukturen zu schaffen, um das auch immer wieder zu ermöglichen und aber auch daraus zu lernen und sich auch als Institution zu verändern da drin. Also dass es auch für uns ein Lernprozess ist. Und genau, also... Wer noch mal eine Frage hat, bitte, traut euch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nächstes Mal bringe ich mal so mit die E-Mail-Einladungen, die ich manchmal so kriege. Also nur so, weil ich heute auch so eine lustige Einladung mal wieder zum Vortrag gekriegt habe. Auch aus Kunst, also so. Ja, wir wollen Sie unbedingt einladen als Expertin für postkoloniale Debatten. Also jetzt komme ich schon wieder darauf zurück, weil ich das ja überhaupt nicht bin. Also so, wo ich dann auch zurückgeschrieben habe, da gibt es andere. Also so, fragen Sie doch mal die an oder so. Also das sind lauter so lustige Sachen. Vielleicht mache ich das mal, dass ich mal so ein Best-of von diesen ganzen lustigen Einladungen bringe. So wie die, das ist aber nicht Hate-Poetry, sondern Inviting-Poetry oder sowas. Mach du das doch auch mal. Auch wie der Name oft geschrieben wird. Da gibt es auch immer Rechtschreibfehler, oder? Autokorrektur. Sag mal zum Schluss den lustigsten die lustigste Sache, wie der Name falsch geschrieben wurde. Nuria, Nurey, Nuria, Nora. Nora. Total. Ja, und zwar an Nathalie Bayer. Und zwar bei deinen einführenden Worten hattest du öfter das Wort Fetisch genannt und das habe ich nicht so richtig kapiert, was du damit meinst. Also so von diesem Trend, das kann ich schon verstehen, aber warum ist das jetzt für dich ein Fetisch? Das habe ich nicht kapiert. Also ich werde jetzt auch wieder, weil das, da kenne ich mich am besten aus, also mit dem Migrationsdiskurs in der Kulturpolitik. Also es gab eine Zeit lang ein Überinteresse, also von einem jahrzehntelangen Ausblenden und jahrzehntelanger Ignoranz darüber, dass also zum einen Migration die Geschichtsentwicklung entwickelt hat, mit angedynamisiert hat dieses Landes und dass vor allem ja bei all den Menschen, die gekommen sind, auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen, Intellektuelle mit dabei waren und die übersehen wurden, gab es plötzlich wirklich um 2010 herum, 2011 herum, also quasi ein Überstürzen auf, wo gibt es welche und vor allem diese Suche nach Migrationsobjekten, dem sogenannten Migrationsobjekt. Und das war, mir kam das sehr fetischhaft vor. Es gab so eine Vordefinition auch, wie es sein sollte. Es sollte möglichst bunt sein, es sollte sich möglichst unterscheiden von dem vermeintlich Deutschen und es sollte möglichst, also so und das alles unter diesem Label, was in sehr vielen Museen auch, also die Objektdefinition des Museums ist, es soll selbstsprechend sein, also so. Und in all diesem, in diesem ganzen Authentifizierungs Diskurs zum Objekt, was das richtige Objekt ist und damit auch die Definition, was das richtige Migrationsobjekt fürs Museum sein soll. Und diese Definition kam von den gleichen Leuten, die noch zwei Jahre zuvor gefragt hatten, Migration, das hat doch nichts mit uns zu tun. Also wirklich sind es auch O-Töne, die ich jetzt sage. Hat plötzlich so ein Überinteresse und so, ich brauche das. Ja. Und hier die Plastik-Karotasche und hier und hier und hier. Und da gab es auch so ganz viele Wiederholungen. Also so plötzlich es gab drei Migrationsausstellungen,
Ausstellungen, natürlich temporäre Ausstellungen nur, und die hatten alle die gleichen Objekte da drinnen stehen. Und ich habe darin eine Art, vielleicht benutze ich diesen Begriff falsch, aber so, es war wie so ein Lechzen danach sozusagen, genauso auch, also so ein Lechzen nach den einen oder anderen Vermittler mit Migrationshintergrund, mit zwei Üs im Nachnamen, die durften dann mal so ein Projekt, ein Begleitprogramm, Projekt mit Schülern und Schülerinnen in irgendwelchen Gegenden von der Stadt, wo der Anteil der Schülerinnenschaft höher als sonst wie Prozent war. Also es gab auch so einen Zahlenfetisch ganz plötzlich. Ja. Es musste alles so und so sein und mindestens so und so sein. Und darin sehe ich so einen Fetisch irgendwie. Aber vielleicht benutze ich den auch falsch. Also so ein Überinteresse und so ein Überbegehren auch, genau. Und gleichzeitig das Raushalten, aber aus den eigentlichen Entscheidungsebenen. Also so meines Wissens ist es jetzt auch, ich ziehe jetzt immer wieder diese Parallelen, weil das jetzt in Berlin einfach gerade so Hype ist, finde ich. Also so in Hinsicht auf die Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte. Auch da ist mein Eindruck, es gibt gerade so ein Springen und Lechzen da drauf sozusagen. Aber das können ja vielleicht auch andere Leute, die da sind, auch besser beurteilen. Als ich bin ja erst seit einem Jahr hier. Also was ich vorhin so dargestellt habe, jahrzehntelang wurden sie ausgeblendet und plötzlich ist es so hip und Hype. Und mein Eindruck ist auch, plötzlich gibt es so ein Lechzen und so ein Anrufen und haltet doch da mal einen Vortrag und kommt doch da mal mit hin. Und ich sehe da Parallelen da drin dann sozusagen. Ja, also dass die kapiert haben, dass sie auf jeden Fall etwas aufarbeiten müssen, sehe ich genauso. Ich glaube, nur Fetisch ist für mich immer so sehr erotisch aufgeladen, deswegen wollte ich wissen, ob du ja, aber die es gibt Richtung auch eine Erotisierung da drin. Es gibt ja auch eine Erotisierung da drinnen. Also so, es gibt schon auch, also so, also jetzt auch, also so die Adressierung als Frau da drinnen, als also so migrantisch markierte Frau beispielsweise, da gibt es natürlich auch eine ganz komische Form da drinnen, auch von Menschen dann plötzlich so angesprochen zu werden aus dem Betrieb, aus den, also so aus dem Krawattenträgersystem sozusagen. Das ist auch eine, da gibt es eine ganz komische, auch erotisierte Ebene da drinnen, finde ich. Also so. Ihr habt sehr viel über die, die strukturellen Vorgänge gesprochen und wie man die verändern kann. Was ist denn mit, oder ist das auch Thema, mit dem ihr euch befasst oder befasst habt, wie man sich mit der Aushebelung der demokratischen Prozesse, die ja auch heutzutage so Teil des neuen Rassismus sind, habt ihr euch damit auch befasst, wie die neuen neofaschistischen Tendenzen, sagen wir, wie die sich etablieren, wie die ein neues Fundament finden, wie man denen begegnen kann quasi, ob das auch eine Frage ist, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Ich würde die gar nicht als so neu bezeichnen, weil ich da so eine Kontinuität sehe. Also ich denke, du redest über etwas, das irgendwie so seit 2 Jahren auch natürlich durch neue politische Veränderungen und auch, also klar, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus auch, also so, by the way, fürs Land Berlin kamen auch neue Analyseberichte gerade raus, wie viele Übergriffe es im letzten Jahr gab, und es gab eine Erhöhung, also so. Ich sage aber auch, wie Nuray, das ist gar nicht so neu. Also so, also es gibt einen Autor, der ein Buch geschrieben hat, namens Deutschland schafft sich ab. Das ist schon etwas älter. 2012 kam es heraus, und die Effekte davon haben sich jetzt nicht im Sinne der, also der politischen Landschaft verstetigt, sondern viel schlimmer eigentlich. Also so in den etablierten Medien, im politischen Diskurs, so breit durch die Mitte hinweg. Also so, ich weiß, also so, es ist eben überhaupt nicht schleichend gewesen, weil für die Leute, die damit konfrontiert sind, die mit antimuslimischem Rassismus konfrontiert sind, war das sehr offen da. Also ich habe 2013 eine junge Frau kennengelernt, wirklich Bayerin hoch 30, also so, die wurde am helllichten Tag in München, also München ist jetzt auch echt nicht Berlin, also so, plötzlich beim entlang der Straße laufen, hat die eine Faust ins Gesicht gekriegt, hatte einen Schädelbruch, also so, weil die ein Kopftuch getragen hat, 2013, also so. Und ja, also wir befassen uns auch damit, also das Buch sozusagen, das Buch kann sich ja gar nicht, es ist 2017 herausgekommen, das heißt, wir haben ab 2014 an diesem, nee, früher, doch ab 2013 haben Nora Belinda und ich an dem Buch gearbeitet, sozusagen. Da hat die politische Landschaft, war nicht so wie heute sozusagen. Aber all das, worüber wir jetzt gerade reden, war auch da auf jeden Fall. Und das hat sich eigentlich viel erschreckender in einen
sozialdemokratischen Diskurs auch. Auch dort hat es seine Eingänge gefunden. Also so. Und damit befasst es sich das Buch mit der liberalen Öffnungsgestik sozusagen und der liberalen Geste, dass kommt doch, unsere Häuser sind doch offen, willkommen in euren Häusern, und wir zeigen sozusagen, uns geht es darum, was dieses Willkommen eigentlich, wie wird es wirklich ausbuchstabiert und wie konsequent wird es denn eigentlich wirklich betrieben? Und es wird dann betrieben, indem es dann eine Woche oder einen Tag des Willkommens gibt. Es sind zwar übrigens von der Kulturministerin, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, das gibt es ja gar nicht, Grütters. Grütters hatte 2015 die tolle Idee und dazu aufgerufen, dass die Kulturinstitutionen einen Tag des Willkommens, also es war auch eine Reaktion auf den Flucht- und Asyldiskurs, einrichten sollen. Ich habe gedacht, sag mal, also ein Tag des Willkommens, wie müssen wir uns das vorstellen? An einem Tag machen dann die Museen alle Luftballons und Torten in ihre Museen und dann darf man die Leute auch mal umarmen und ein Selfie miteinander machen, und am nächsten Tag gibt es keinen Kuchen, keine Luftballons mehr, also so, das ist irgendwie, also so, um das zu beschreiben sozusagen. Jetzt habe ich schon wieder sehr lange geredet, aber um das nochmal zu untermauern, das ist kein neues Phänomen. Auch die neuen Rechten, die sind gar nicht so neu, also so. Also diese Verlage, in denen da publiziert wird, die gibt es eigentlich schon länger sozusagen. Es gibt aber eine Veränderung der Massivität und also im quantitativen Sinne auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und das ist ein großes Feld, keine Frage, also das ist ein wichtiges Thema, ja. Hallo, ich habe ja auch eine Frage für Nathalie Bayer. Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe eine Frage über den Museum, Weltmuseum Frankfurt. Du hast über dieses Museum geredet. Also ich war noch nie da und ich kenne das Museum nicht. Ich wollte nur fragen, ob du gesehen hast, dass es eine Änderung in diesem Museum gibt, abgesehen vom Namen. Oder, also haben die auch in die Ausstellungsformaten was geändert? Oder ist es nur die Name? Und, ja. Nein, die haben tatsächlich das komplett, also Clémentine Delis hat das wirklich konsequent in ein Kunstmuseum verwandelt. Also die haben aufgehört, Objekte zu sammeln, ethnologische Objekte zu sammeln, und haben die bestehenden Sammlungen freigegeben quasi als Ressourcen für kreative Praxis, für eingeladene Künstlerinnen und Künstler. Ich habe eine einzige Ausstellung gesehen und habe mich dazu eingeladen, eingelesen. in der es um, wie hieß das nochmal, irgendwas, also wo es um Textile, also so Modedesign und die Auseinandersetzung mit Textilem sozusagen ging. Und da wurden drei verschiedene künstlerische Gruppen, Designergruppen aus drei verschiedenen afrikanischen Ländern eingeladen. Aber ich kriege die Namen jetzt nicht mehr hin, keine Ahnung, gibt es aber nachzulesen im Internet bestimmt. Und irgendwas mit Trading Style hieß die Ausstellung. Und genau, die Künstlerinnen und Künstler oder diese Designer haben sich dann, die haben selber eine Ausstellung dann entwickelt aus den Beständen, und es war eine künstlerisch kuratierte Ausstellung, und dann gab es nochmal einen Bruch, eine zweite Ausstellung mit ihren Designs oder auch Performances, die sie dann kreiert haben, nochmal was ganz Neues gemacht. Haben sich zum Teil inspirieren lassen von den Sammlungen und zum Teil auch nicht. Was ich sehr interessant fand, war, dass diese Ausstellung im ersten, also die Auseinandersetzung, diese kritisch-künstlerisch-kuratorische Auseinandersetzung mit den bestehenden Sammlungen, die hat imitiert, wie eigentlich bis dato immer ethnologische Ausstellungen präsentiert werden. Und das war so intellektualisiert, dass ich finde, das hat fast keiner verstanden. Also so, das kritische Kommentar war eigentlich nur dadurch zu finden, dass an den Rändern von, in den Ausstellungsräumen so ganz alte Kataloge von ethnologischen, also Völkerkundemuseen aus den 80er Jahren war, um das zu kontextualisieren sozusagen, aus was für einer kuratorischen Praxis das kommt. Aber wer versteht das? Also ich fand wirklich, und da waren jetzt Texte an den Wänden, die waren noch zungenbrecherischer als der, also der war ja jetzt gar nicht so schlimm, ich habe ein bisschen übertrieben, ja, weil ich mich fast verlesen hätte, aber der war wirklich auch, also der war so intellektualisiert, also ich habe mich jetzt nicht so gewundert, dass es wir nur zwei Besucherinnen an dem Tag, also und ich war 3 Stunden in dem Museum, waren und jetzt nicht so viele Leute ansonsten sozusagen. Aber die haben, also sozusagen, die haben wirklich ein Kunstmuseum daraus gemacht, und das hat interessant, ich fand das sehr interessant, ich fand es aber auch sehr problematisch, also so, weil es eben eigentlich trotzdem, es war eine, in einem künstlerischen musealen Raum war es eine große Geste, und es war auch ein großer Schnitt und eine große Zäsur,
aber es hat nichts an den dahinterliegenden Strukturen eigentlich verändert. Und was können denn schon externe Künstler und Künstlerinnen mit dem Problem der kolonial erbeuteten Güter, die sie trotzdem sind und auch wenn sie nicht erbeutet sind, ja, stehen sie in einem geschichtlichen Kontext, der Unrechtsgeschichte widerspiegelt. Und der wird dadurch nicht wirklich bearbeitet sozusagen, außer dass man mal eine Kunstausstellung daraus macht. Das meinte ich vorhin da drinnen. Da, wie es jetzt aktuell ist, kann ich gar nicht sagen, weil Clémentine Delisle wurde ziemlich... also so, die wurde gar nicht rausgeschmissen, sondern die hat, glaube ich, am Ende selber gekündigt. Aber die hat eine ziemlich üble Verleumdungsgeschichte eigentlich hinter also sich. Die wollte man loswerden in Frankfurt. Also dann wurde behauptet, sie hätte Spendengelder hinterzogen, was überhaupt nicht stimmte. Und ich glaube, sie ist dann am Ende ist sie dann selber gegangen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade ist, muss man sich anschauen. Keine Ahnung, vielleicht wird sie auch wieder irgendwann umdefiniert als völkerkundliche Sammlung. Keine Ahnung. Alles ist möglich, klar. Schließen wir heute so und wie gesagt, ihr seid eingeladen, noch mit uns oder diejenigen, die hier noch verbleiben, weiter zu diskutieren. Ihr könnt auch gerne hier noch ein bisschen umgucken. Wir beantworten auch gerne noch andere Fragen. Es gibt allerdings Wein, Wasser und ich glaube auch ein paar kleine Snacks, ja, Salzstangen. Bitte bedient euch. Und danke, dass ihr heute alle da wart. Und vor allem danke, ne? An Nicola, an Nathalie und Noray, an euch drei.